Wohl bekommt's. Ihnen auch. Why not? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Why Not? Ich bin der Christian, bei mir sitzt der... Tommy, hallo. Okay, und wir sprechen heute über den Film Der Illusionist oder The Illusionist. Der hat im Deutschen einen ganz tollen zweiten Untertitel bekommen, den wir jetzt mal nicht sagen. Wie war der zweite Untertitel? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Nichts ist, wie es scheint. Wow, sehr tiefsinnig. Ja. Gut, dass wir den weggelassen haben. Es ist ein US-amerikanischer Film von Neil Burger und eine Literaturverfilmung. Eisenheim, der Illusionist von Stephen Milhauser. Aber ansonsten ist es ein ziemlich eigenständiges Meisterwerk, kann man so sagen. Gut, ich erzähle jetzt mal ganz kurz, worum es geht, damit ihr so eine grobe Ahnung habt, wenn ihr den Film eh noch nicht gesehen habt. Im Mittelpunkt steht eben dieser Illusionist, der Eisenheim, gespielt von Edward Norton. Und der hat eben ein Problem, nämlich er hat sich verliebt. Und es gibt einen sehr machtvollen Adligen, den Prinz Leopold. Der hat was gegen ihn und ein Chefinspektor Uhl soll gegen ihn ermitteln. Ihr merkt schon, das spielt nicht irgendwo in Amerika, sondern im Wien des frühen 20. Jahrhunderts. Und im Mittelpunkt steht eben natürlich einerseits die Tätigkeit des Illusionisten, also des Zauberkünstlers, der Illusionen auf der Bühne hervorruft, und die Liebesgeschichte, die nicht sein darf. Und ja, ich hoffe, das ist jetzt noch nicht zu viel gespoilert. Wir reden dann noch ein bisschen mehr im Detail, aber das kommt dann erst später. Wie findest du denn den Film, Tommy? Also, wenn ich jetzt wirklich schon auf die Wertung des Films angehe, müsste ich an der Stelle zu viel spoilern, das sollten wir noch nach hinten verlagern. Es liegt bei diesem Film natürlich nahe, ihn mit Prestige zu vergleichen, dem Film von Christopher Nolan, der im selben Jahr erschienen ist. Was man vielleicht nicht machen sollte, weil es ist ein eigenständiges Werk, das für sich betrachtet gehört. Aber für mich war das Problem, dass der Film sich meiner Meinung nach zu gering auf die Magie als solche fokussiert hat. Also die Tricks, die sie gezeigt haben, waren wirklich gut, würde ich behaupten. Sie waren unterhaltsam und auch noch nicht bekannt, also mir zumindest nicht. Nur das Problem ist, wo Prestige quasi auch noch ein bisschen hinter die Kulissen blickt, wie funktioniert das Ganze und so, das klammert wie Illusionist aus. Was eventuell auch so beabsichtigt ist, damit diese Illusion eben aufrechterhalten wird. Nur... ich finde nur wirklich die erste Hälfte des Films gut von den Tricks her, weil in der zweiten Hälfte hat er nur noch diesen einen Trick, den ich jetzt nicht spoilern will, aber das wird dann ein bisschen eintönig, weil er den immer und immer wieder zelebriert. Und ich finde auch, dass es ein bisschen schade ist, weil dieser Orangenbaum-Trick, das denke ich mal, kann man jetzt erwähnen an der Stelle, also es ersetzt einen... wie war das nochmal, er setzt einen Samen ein in einen Blumentopf und lässt den sofort wachsen zu einem Orangenbaum. Und es ist eben ein richtiger Trick, den es wirklich gibt, der auch von Houdini quasi perfektioniert wurde. Und da habe ich mich gefragt, wenn es diesen Trick wirklich gibt und wenn der wirklich vorgeführt wurde, warum benutzt man dann CGI in dem Moment, was wirklich zu sehen ist? Und warum nimmt man nicht quasi den echten Trick her und zeigt den? Ja. Das fand ich dann bei der Machart ein bisschen oder bei der Inszenierung ein bisschen schade. Ja, das ist interessant, dass du das sagst. Das ging mir genauso. Ich habe die ganze Zeit irgendwie erwartet, dass diese Tricks, dass es erstens mehr davon gibt und dass die noch ein bisschen, also das hat mir bei Prestige so gefallen. Ja, ich vergleiche es jetzt mit dem Film. Aber das hat mir da so gefallen, dass diese Tricks wirklich auch erklärt wurden. Also dass du, ich dachte zum Beispiel, als ich den Film gesehen hatte, und mich nicht vorher informiert hatte, dass dieser Trick mit dem Orangenbaum, dass der vollkommen übertrieben war, dass sowas überhaupt nicht möglich ist, weil ich eben gesehen habe, ist CGI. Ja. Aber fast alle Tricks, die man so gesehen hat, die waren zwar so ein bisschen visuell ein bisschen schöner gemacht, als sie wahrscheinlich dann in echt ausgesehen haben, aber die gab's alle, die funktionieren irgendwie, aber die wurden nicht erklärt. Wenn man so ein bisschen weiß, wie sie funktionieren, gibt es so kleine Andeutungen im Film. Wenn er dann zum Beispiel sagt, lass mal das da liegen, das brauche ich später noch, dann weiß man, okay, das hat er bei diesem Trick verwendet und das muss dann so und so passiert sein, weil man ja weiß, früher wurde das so und so gemacht. Also man muss es sich herleiten, aber im Film hat mir das tatsächlich auch gefehlt. Mhm. Das ist auch ein Punkt, den ich teilen würde mit dir. Und das würde ich auch noch ein bisschen weitergehen, dass er eben sich zu gering auf die Magie fokussiert, nicht nur dahingehend, dass er die Tricks nicht präsentiert oder dergleichen oder erklärt, sondern dass
im Fokus wirklich die Liebesbeziehung zwischen Edward Norton und Jessica Biel steht und was sich eben daraus erstrickt. Also dieses gehörnter Ehemann-Motiv dann, also sie soll ja dann den Kronprinzen heiraten. Ich denke, das ist an dieser Stelle nicht zu viel verraten, weil das erfährt man in den ersten Minuten des Films. Ja. Und dieser Kronprinz hat natürlich was dagegen, weil Jessica Biel und Edward Norton hatten eine gemeinsame Jugendliebe und da will er natürlich einschreiten und das Ganze verhindern. Und der Film fokussiert sich wirklich sehr, sehr stark auf dieses Metier. Ja, also es ist quasi irgendwie so ein Drama-Liebesfilm. Mhm. Und man erwartet aber aufgrund der ganzen Aufmachung auch ein bisschen mehr Magie, sozusagen. Genau, ja. Ja, das stimmt. Ich finde bemerkenswert an dem Film, dass er auf mich so eine Wirkung hatte wie ein Gemälde, also dass er wirklich so aussehen wollte wie ein stilisiertes Gemälde, was Wien zeigt. Also es sah nie so aus, wie Wien wahrscheinlich ausgesehen hat, sondern es sah eher wie ein Kunstwerk aus. Also die Farben waren alle bräunlich, sehr verwaschen. Dann gab es auch noch so Szenen, die extra mit so einem Effekt unterlegt wurden, als wäre das eine von einem Projektor, also so ein alter Film, der so durchläuft, wie man das genau, so kennt. Genau, das haben sie gemacht bei Rückblenden, was ich eine nette Idee fand. Also das hat man so noch nicht oft gesehen. Das war ganz gut. Vor allem, du hast sofort gemerkt, wann es Rückblende war, nicht. Ja, genau, gut. Ist jetzt vielleicht keine ganz neue Idee, also das habe ich schon öfter mal gesehen. Okay. Optisch fand ich den Film interessant, aber irgendwie fand ich das manchmal schon zu störend, zu dunkel. Also ich habe manchmal gedacht, das ist jetzt ein bisschen zu viel Farbgebung ins Braune. Ja, der Film versucht wirklich düster zu sein und spielt auch mit diesem geringen Lichtfaktor, würde ich behaupten. Größtenteils auch bei Nacht, ja. Was natürlich auch mit den späten Vorstellungen, also den Magievorstellungen, zusammenhängt. Aber es versucht wirklich ein düsteres Bild auch dieser Zeit wahrscheinlich einfach zu erzeugen. Ja. Was ich auch gelesen hatte, zum Beispiel, es gibt eine, oder ist es an der Stelle schon zu viel gespoilert? Eine Liebesszene zwischen den beiden? Ja gut, also in einem Liebesfilm kann sowas schon mal vorkommen, ne? Gut, also es gibt eine Liebesszene zwischen den beiden. Und sie haben beim Film dann wirklich Petroleumlampen, waren es, glaube ich, verwendet. Ja, genau. Wodurch dann sie auch in Kauf genommen haben, dass das ganze Studio, ja, mit also das dargestellte Zimmer, natürlich war es ein Studio, mit Rauch verhangen ist und sie dann eben immer mal wieder die Dreharbeiten unterbrechen mussten und das Ganze erstmal auslüften mussten, wenn man so will. Mhm. Also der Film gibt sich wirklich viel Mühe bei dieser Inszenierung, diesen Ton zu treffen. Ja. Was er meiner Meinung nach auch gut macht, aber ich kann auch nachvollziehen und verstehen, dass du das irgendwann als ein bisschen zu viel empfindest, ja. Ja, also einfach, weil ich das Gefühl hatte, da ist mir, das nimmt mir irgendwas weg, was da eigentlich aufgenommen wurde, und das wurde halt künstlich mit irgendwelchen Filtern so weggemacht, und das, einerseits fand ich es oftmals schön, weil die Bilder auch echt nett waren, aber andererseits habe ich es persönlich als ein bisschen zu künstlich empfunden. Hm. Wobei ich die Darstellung der Schauspieler überhaupt nicht künstlich empfunden habe. Auch Edward Norton hat ja, auch ein kleiner Trivia-Effekt, hat auch die Zaubertricks selber machen können. Also er wusste und hat beherrscht, wie man solche Tricks mit Münzen und kleinen Bällen und sowas, wie man das alles machen kann. Ja. Wobei er teilweise auch ein Handdubel hatte. Aber er hat schon professionellen Unterricht bekommen von Magiern, genau. Und auch die anderen Figuren, die anderen historischen Persönlichkeiten auch, die fand ich angenehm dargestellt. Also ja. Irgendwie habe ich erwartet, dass vielleicht, ich habe nicht verstanden, warum jetzt nicht ein Wiener Dialekt dabei sein konnte. Es hat ja in Wien gespielt und das hat mir manchmal so ein bisschen... Weil es keine Komödie ist, Christian. Ja, aber naja, das ist halt so die, auch eine Geschmacksfrage. Vielleicht hätten ganz viele das dann nicht mehr ernst genommen, wenn alle wie Arnold Schwarzenegger geredet hätten. Aber ich dachte halt, es spielt in Wien, warum macht ihr das nicht wenigstens ein bisschen so, dass die wienerisch reden? Hm. Zumindest in der deutschen Synchro. Ja gut, aber so naturalistisch geht ja kaum ein amerikanischer Film vor. Also es ist ja schon dann immer fürs amerikanische Publikum so hergerichtet, dass sie in der Sprache kommunizieren. Ja. Also, aber das hätte ich jetzt für mich schön gefunden, wenn die das irgendwie noch mit eingebracht hätten. Hm. Ja, kann ich absolut verstehen. Wo wir gerade mal bei den Schauspielern waren, würde ich als nächstes weitergehen wollen zu den Figuren, die sie dargestellt haben. Ja. Und zwar, was mich ein bisschen gestört hat, ich fand Eisenheim, also den Protagonisten der Geschichte, eigentlich fast schon am uninteressantesten. Mhm. Also er hat die Motivation, eben seine Jugendliebe, also Jessica Biel, für sich zu gewinnen. Und diese Sehnsucht treibt ihn an. Aber das war es dann auch irgendwo. Also ich habe nicht wirklich mehr von ihm als Charakter mitbekommen. Ja. Und jetzt nur dieses
Schmachten oder Sehnsüchtige reicht mir nicht. Da fand ich die anderen Personen interessanter. Ja, es kommt bestimmt auch dadurch, dass du eben nicht den als den krassen Magier wahrgenommen hast. Also er wurde zwar irgendwie gezeigt und die Leute haben gesagt, oh, Eisenheim und Wahnsinn, aber du Wobei hast ich halt... ich finde, dass er das gut spielt, diese fast schon Arroganz, möchte ich behaupten, also diese Überlegenheit, dass er weiß, er hat es drauf und das spielt er auch gut. Das schon, aber du siehst seine Genialität nie wirklich. Also du siehst nicht, was er für Tricks macht. Und er hätte auch noch, wir kommen jetzt wieder auf diesen Punkt, es hätte mehr Tricks geben müssen. Aber Leute wirken ja auch dadurch, dass sie im Film, dass sie sich irgendwie beweisen, wirken sie dann ja auf dich beeindruckend. Und das war einfach ein ganz normaler Mensch, der, indem man Pokerface gemacht hat, seine Tricks gut verkaufen konnte. So wirkte das auf mich. Und das war nicht so ein menschlich interessanter, ja, was du gesagt hast. Es war eher so ein bisschen flacher Charakter, ein verliebter Typ und sonst nicht viel. Genau, und die anderen Personen meiner Meinung nach hatten sehr viel bessere Antriebe. Und zwar zum einen Jessica Biel, die eben dieses goldene Käfigmotiv hatte, dass sie auf der einen Seite sich nach ihm sehnt, auf der anderen Seite aber eben diese Standesdünke, was am Anfang des 20. Jahrhunderts vorhanden war. Dann der von Paul Giamatti gespielte Inspektor, der eben Eisenheim so ein bisschen auf den Zahn führen soll. Er, fand ich, hat den Film fast schon mehr getragen als Edward Norton, weil er diesen Zwiespalt hat auch, dass er auf der einen Seite Eisenheim bewundert, weil er auch selbst so ein Hobbymagier ist, was ich einen ganz guten Kniff fand, weil man hätte ihn auch als ja den Antimagier schlechthin darstellen können, der von Anfang an gegen ihn ist und so. Ja. Warum es nicht so gemacht wurde, erfährt man dann bei der Auflösung des ganzen Films. Aber jedenfalls dieser Zwiespalt, dass er auch auf der anderen Seite noch dem Kronprinzen verpflichtet ist, das fand ich, hat er sehr gut dargestellt. Und am besten hat mir aber wirklich der Kronprinz gefallen. Rufus Sewell heißt, glaube ich, der Mann. Ja. Und ich finde, er hat das wahnsinnig gut gespielt. Also es gibt eine Szene, wenn ich die mal kurz rauspicken darf, wo der Inspektor eben zu ihm geht und ein Ergebnis präsentiert bei den Untersuchungen zu Eisenheim, das dem Kronprinzen nicht gefällt. Und der Kronprinz ist gerade bei der Jagd und schießt mit seiner Flinte darum und beendet das Gespräch dann quasi, indem er einfach mit seinem Gewehr einmal feuert und ihm damit zu verstehen gibt, dieses Gespräch ist beendet, ich habe dir nichts mehr zu sagen. Das fand ich wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und es gibt dann auch noch später eine Szene, wo wir die Motivation des Kronprinzen erfahren, was so seine Ansicht der Gesellschaft ist, der Politik, die betrieben wird, warum er so handelt, wie er handelt. Und das fand ich sehr, sehr gut vorgetragen von ihm. Lass uns nochmal auf den Aufbau des Films eingehen. Also erstmal ganz klassisch, es gibt eben am Anfang die Einführung, wie das alles passiert ist, dass es eben damals diesen berühmten Magier gab und dass der eine Liebesgeschichte hatte. Und dann gibt es aber auch wieder, wie es in jedem guten Film sozusagen ist, am Ende noch einen Twist. Dieser Twist. Gut, dann sollten wir jetzt vielleicht den Spoiler-Alarm. Ja, ich weiß nicht, ob wir. Ich glaube, wir müssen es gar nicht mehr verraten, aber sag einfach mal, ob dich dieser Twist überzeugt hat und überrascht hat. Eben nicht. Es ist. Also am ersten Moment, wo ich es quasi präsentiert bekommen habe, dachte ich, wow, weil ich wirklich zwischendurch schon fast schon erwartet hatte, dass. Also oder den Gedanken hatte, was ist, wenn es jetzt wirklich so geplant war, sag ich mal. Und das war. Dann gut, dass der Film das so gemacht hat. Ja. Nur im ersten Moment ist man noch so, wow, guter Twist, schön gemacht. Und im zweiten Moment dachte ich mir, das funktioniert alles überhaupt nicht. Das ist dermaßen konstruiert und an den Haaren herbeigezogen, teilweise auch nicht nachvollziehbar. Und deswegen würde ich fast schon sagen, wir müssen eigentlich einen Spoiler-Alarm raushauen. Ja, okay, jetzt also wirklich. Ja, man muss wirklich sagen, also es geht eben dann darum, dass der, also die Jessica Biel wird dann quasi ermordet, so scheint es im ersten Moment, und der Kronprinz ist quasi der Hauptverdächtige. Es stellt sich dann im Endeffekt heraus, dass Eisenheim alle manipuliert hat, um den Kronprinzen als den Mörder darzustellen und auch den Tod von Jessica Biel nur vorgetäuscht hat. Und die Motivation war eigentlich, warum er das gemacht hat, um eben mit ihr zusammen zu sein. Da habe ich mich gefragt, warum täuscht er nicht ihren Tod vor und verschwindet dann einfach aus der Stadt? Der Kronprinz wollte ihn eh loswerden, wenn er aus der Stadt verschwunden wäre. Hätte der Kronprinz ihm wahrscheinlich nicht noch irgendwie nachgestellt oder dergleichen, er wäre zufrieden gewesen. Ja. Also warum nicht einfach ihren Tod vortäuschen, abhauen und nicht noch diese ganze Farce veranstalten? Naja, wahrscheinlich, er wollte wahrscheinlich, dass der Kronprinz dann drangenommen wird. Ne? Also er wusste, dass der schon mal sowas gemacht hat, also dass der schon mal, wie gesagt, Spoiler, schon mal Frauen umgebracht hat und er wollte ihn halt dann auch hinter Gitter bringen, sozusagen, als Genugtuung. Das kann ich auch als mögliches Motiv noch verstehen, allerdings scheint es mir dennoch ein sehr, sehr großes Wagnis zu sein.
Und Eisenheim wirkt jetzt für mich auch nicht wie der super moralische Wannabe-Hero. Die einzige Motivation, die es wirklich präsentiert, ist seine Jugendliebe. So, die kann er bekommen. Warum sie nicht nehmen, aus der Stadt verschwinden? Weil das Weitere ist vollkommen abhängig davon, dass der Inspektor, also Paul Giamatti, zweifelt an der Darstellung und wirklich den Kronprinzen verdächtigt, weiter auf eigene Faust ermittelt, obwohl er es gar nicht darf. Und dann auch noch darüber hinaus, der entscheidende Hinweis ist ja das Medaillon und der Edelstein, die im Stall gefunden werden, wo angeblich der Mord passiert ist. Ja, und die hätte auch jemand anders finden können. Also. So, erstens das, zweitens, dass zwischen dem eigentlichen Mord und dem Finden dieser Gegenstände vergeht mindestens ein paar Tage, vielleicht sogar ein paar Wochen. Ja. In der Zeit hat niemand am Hof des Kronprinzen den Stall ausgekehrt, kann ich mir irgendwo nicht vorstellen. Ja. Also es wirkte schon wirklich sehr, sehr konstruiert, dass alles daraufhin ausgelegt sein muss. So, und was noch dazu kommt, dieser Edelstein, der dann eben der entscheidende Hinweis war, dass es das Schwert des Kronprinzen war, weil diese Edelsteine eben in das Schwert eingefasst sind, den hat Eisenheim entwendet, um ihn später eben platzieren zu können an den entsprechenden Stellen, bei einer Schlossvorführung. Und also eine quasi Privatvorstellung für den Kronprinzen und sein Gefolge. Und diese Privatvorführung ist aber passiert, bevor Jessica Biel ihre Entscheidung getroffen hat, dass sie mit Edward Norton zusammen sein will. Also er muss dann den ganzen Plan schon gefasst haben, bevor es überhaupt absehbar war, dass es so kommen kann. Ja. Und deswegen, man kann jetzt natürlich unterstellen, okay, das war so geplant von ihm und er war sich relativ sicher oder er hat es in weiser Voraussicht getan oder einfach eine Vorsichtsmaßnahme, vielleicht kann es so kommen, dann bin ich schon mal präpariert und nehme halt den Edelstein mit. Aber es wirkt alles unfassbar konstruiert. Ja, und das ist auch das Problem, was ich hatte. Also wenn man den Film einfach nur so guckt und den so annimmt, dann ist es ein ganz solider Film, der vielleicht auch auf jeden Fall auch unterhalten kann, jetzt nicht übermäßig. Man sollte nicht drüber nachdenken, weil er einfach so viele Löcher hat. Und deswegen ist der ganze Film setzt ja auf diesen Twist. Ja, genau. Und das ist nur ein sehr durchschnittlicher Twist und deswegen ist der Film auch kein überragender Mindblower, sage ich jetzt mal so. Nee. Wobei sie es an sich vom Aufbau her schon ganz gut gemacht haben, weil sie eben einem immer wieder Hinweise geben. Also der Twist kommt nicht komplett um die Ecke, sondern du erfährst immer schon wieder so ein paar Details, wo du eben drauf kommen kannst, was ich auch schon gesagt hatte, dass der Schein nicht gleich sein ist und so weiter. Ja. Und ich hätte es wirklich viel, viel besser gefunden, wenn der Film am Ende unklar geblieben wäre. Mhm. Also wenn der Inspektor sich vielleicht so gefragt hätte, was ist, wenn die andere Möglichkeit, also dass der Eisenheim sie alle nur getäuscht hat, wenn das auch möglich gewesen wäre. Und man kriegt ja diese Einblenden dann noch, dass Jessica Biel und Edward Norton sich auf einem einsamen Hof treffen in der Natur und dann glücklich vereint sind und so. Und dadurch wird einem ja diese Unklarheit genommen. Ja. Ich hätte es besser gefunden, wenn man da so ein bisschen im Trüben noch geblieben wäre und nicht wusste, ist es jetzt wahr, was einem gezeigt wurde oder nicht. Ja, und ich hätte es auch echt gut gefunden, wir kommen jetzt schon wieder auf die Tricks, aber ich finde, es kommt, passt einfach dazu. Ja, es ist ein Magierfilm, der wenig mit Magie zu tun hat und deswegen kann man da schon sehr viel kritisieren. Ja, und ich hätte es halt gut gefunden, wenn diese Tricks, die sie gezeigt haben, halt auch wirklich so möglich gewesen wären. Aber es gibt so Sachen zum Beispiel, nochmal Spoiler, aber wenn ihr jetzt, also ihr wisst jetzt haben schon alles. Ja, schon im Spoilerbereich. Genau. Ja. Es gibt halt eine Szene, da ist er auf der Bühne und dann stellt sich raus, als sie ihn verhaften wollen, er ist auch nur noch eine Projektion. Und das könnte man selbst heutzutage nicht so perfekt hinbekommen, dass das alle Leute glauben. Nee. Das hätte man irgendwie auch anders lösen können. Also, dass sie das nicht erst merken, als er durch den Inspektor durchgeht oder so, sondern dass sie es dann sehen, weil das plötzlich eine Rauchfläche ist. Also, dass der Trick dann auch noch irgendwie plausibel ist. Aber es war alles so übernatürlich angehaucht, dass es eigentlich gar kein echter Trick mehr sein konnte. Und das hat mich gestört. Genau. Und es wird eben auch keine, was Prestige zum Beispiel, Prestige hat es auch, aber Prestige macht dann eben eine klare Trennung zwischen Magie und eben diesem übernatürlichen Element. Und bei The Illusionist passiert es nicht. Man auch diesen Projektionstrick, also dass tote Menschen quasi, deren Geister auf die Bühne projiziert wird, den gab es ja auch wirklich. Ja. Nur eben dieses Übernatürliche, dass Edward Norton dann auf einmal auch sich in diesen Geist verwandeln kann aus dem Nichts. Genau, richtig. Das wird nicht klar getrennt und da ist es eben irgendwie so, ja. Der Trick, der funktioniert ja so,
also im Film wird es nicht erklärt, deswegen muss man sich's herleiten, aber dass eben eine, dass zum Beispiel Rauch aufsteigt oder flimmernde Luft oder warme Luft und auf diese sich bewegende Luft wird dann mit einem mit einer Lampe oder mit einem Projektor dann eben das Bild über einen Spiegel von einem Menschen projiziert, sodass dann die Leute eben denken, oh, das sieht ja aus wie ein Geist. Aber das Problem ist, dass es im Film dann dieser Edward Norton, der dann auch eine Projektion nur ist, dass der so echt aussieht, wie du das nicht hinbekommen würdest. Es ist ja sogar so, dass seine Projektionen vorher auch nicht mit diesem Mittel gemacht worden sein können, weil sie versuchen, ihm ja dann auf die Schliche zu kommen und ihn des Betrugs zu überführen, stellen das dann genau nach mit der Methode, die du eben erzählt hast und merken dann, dass es gar nicht so aussieht, wie er das darstellt. Ja. Also er muss da irgendwie übersinnliche Fähigkeit haben oder dergleichen. Genau. Und das ist irgendwo... zerstört es einfach den Film ein bisschen, finde ich. Also das ist total seltsam. Und also man würde es noch toller finden und man würde es wirklich annehmen, wenn es Tricks wären, wie ich schon gesagt habe, die es auch wirklich geben könnte. Aber weil man einfach so offensichtlich sieht, dass das nur computergenerierte Tricks sind, nimmt es einem ganz viel vom Spaß. Genau. Ich würde sagen, dann können wir langsam auch zum Ende des Films kommen, wenn du nicht noch mehr zu sagen hast. Naja, ich könnte höchstens... Ach, die Musik. Du musst noch auf die Musik eingehen. Ja, genau. Ja, die Musik fand ich deswegen, also Tommy weiß schon, dass ich die ganz gut fand, deswegen spricht er das jetzt so an. Ja, ich ja auch. Philip Glass hat die Musik gemacht und der ist auch ein außerhalb von Filmmusik sehr bekannter Komponist. Ich fand die Musik in dem Film sehr gut und sehr passend und die hat dem Film so viel gegeben, was das Bild alleine oder sagen wir mal nur Atmosphären und Sounddesign und Sprache nicht gehabt hätten. Also die Filmmusik hat dem Film wirklich noch eine ganz tiefere Ebene gegeben, die gefehlt hätte. Mir hat sie einfach das Gefühl gegeben, dass sie den Ton der Zeit trifft. Und deswegen fand ich sie wirklich angebracht und wie du es auch gesagt hast, sie untermalt die Szenen auch wirklich sehr treffend. Das finde ich auch interessant, weil man ja irgendwie die Musik als passend wahrnimmt, aber damals war an so eine Musik überhaupt noch nicht zu denken. Also die wurde damals nicht so komponiert, aber irgendwie passt sie doch auf das, was man so sieht und das, die Farbgebung, das, also hat alles genau gepasst. Dann noch eine letzte Frage, die ich an dich habe. Ist dir der Schauspieler des jungen Eisenheim aufgefallen? Hast du den wiedererkannt? Ja, der war es aus Kick-Ass, oder? Ja, genau, Aaron Taylor Johnson. Hat mich nur nochmal interessiert, ob du den erkannt hättest. Den habe ich erkannt, den fand ich aber echt nicht so gut. Nee. Ja, er ist halt Kinderdarsteller in dem Moment. Also das ist, ja. Aber er hat es jetzt nicht schlecht gemacht. Ja, aber auch nicht gut. Und er hat auch noch extra Zaubertricks gelernt für den Film. Ja, cooler Typ, aber trotzdem kann er nicht spielen in dem Moment. Naja. Nee, das stimmt schon. Egal, gut, wir werden jetzt langsam schon ein bisschen unhöflich. Wir wollen jetzt mal zur Wertung kommen. Also... es ist ja immer eine sehr subjektive Sache, ihr wisst es, aber wir geben jetzt mal unsere subjektive Wertung ab und ich gebe mal den schwarzen Peter jetzt weiter an den Tobi. Okay, gut, das ist wirklich in dem Sinne der schwarze Peter, weil ich habe dem Film eine 6 von 10 gegeben. Ja. Nur wenn ich jetzt die ganzen Punkte, die wir angesprochen haben, nochmal so Revue passieren lasse, frage ich mich, warum. Weil eigentlich, wenn man konsequent wäre, müsste man ihm wirklich eine 5 von 10 geben. Und ich bin auch fast versucht, das zu tun, weil es ist, er ist von der Inszenierung, von der Stilistik her ganz gut gemacht, aber wie gesagt, er fokussiert sich dann noch zu sehr auf die Liebesbeziehungen und der Endtwist, so gut er gemacht sein soll, funktioniert einfach nicht. Und deswegen, also. Ja, ist ja jetzt nicht in Stein gemeißelt, aber du bist eher jetzt so eher 5, vielleicht 5,5, irgendwie sowas. Ja, es ist schwer. Ja, sagen wir eher 5, weil ja, es ist wirklich, dieser Endtwist haut einem zu sehr den ganzen Film kaputt, finde ich. Okay, ich sag's mal so, für mich ist halt die 5 ein durchschnittlicher Film, der nach allen Regeln der Kunst gemacht sein kann, aber der nichts Eigenes mitbringt und der dich nicht überzeugt, den man nicht gesehen haben muss. Mhm. Und für mich sind aber so Punkte wie Filmmusik und Machart dann doch so wichtig gewesen, dass der trotzdem irgendwie unterhaltsam war und ich den gut fand und ich jetzt nicht bereut habe, ihn gesehen zu haben. Deswegen würde ich ihm eigentlich 6 von 10 Punkte geben. Ja, ich hätte auch. Vielleicht auch. Sogar, wenn ich... Ja, ich gehe auch auf die 6, mein Gott. Ja, also wenn ich einen guten Tag habe, würde ich ihm vielleicht sogar 7 geben, wenn ich jetzt irgendwie... So weit gehe ich nicht. Aber gut. Nicht, weil ich keine gute Laune hätte, aber nein.
6 von 10, er ist doch ein bisschen unterhaltsam. Ja, das kann man ihm nicht absprechen. Also, ihr wisst jetzt genug über den Film, um zu wissen, ob ihr ihn sehen wollt oder ob ihr ihn gut findet, ob ihr ihn so findet, wie wir ihn finden. Ihr seid jetzt ein bisschen schlauer hoffentlich und vielleicht auch ein bisschen unterhalten gewesen von unserem Gespräch. Und wir hoffen, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid und die nächste Kritik mit uns durchlebt. An der Stelle auch Tschüss von mir und ich schaue mir jetzt nochmal Prestige an. Alles klar. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Thank you.